Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Also ich habe hier ein paar Farben mir rausgesucht. Ich verlinke euch die noch, beziehungsweise schreibt, welche Farben das sind in der Videobeschreibung. Haben wir hier Neon Orange, Hellgrau, Schwarz, Venezianisch Rosa, Hellgrün, ein warmes Gelb, Weiß, Pastellgelb, Orange, Purple und ein Hellblau. Und dann möchte ich gerne starten mit einer Karte. Und spachtel mir schöne Blüten. Damit die Farben nicht so matschig werden, mache ich die Karte immer wieder zwischendurch sauber. Nehme natürlich Weiß mit rein. Sauber machen. Hellblau. Und dann kommt hier die nächste. Die fange ich mal mit Hellblau an. Ein bisschen Orange dazu auch. Ein Grau. So, das Bild ist jetzt getrocknet, alles ist fest auf der Folie und jetzt möchte ich gerne die Leinwand weiter vorbereiten. Dafür muss ich die Folie von der Leinwand runternehmen, natürlich nicht so, dass sie kaputt geht. Deswegen gehe ich hin und schneid erstmal von hinten ganz vorsichtig, ohne die Leinwand natürlich kaputt zu machen. Ich kann auch mit der Schere ein bisschen nachhelfen. So wie es funktioniert für euch, aber ohne dass die Folie vorne kaputt geht. Hinten müssen wir sie aufschneiden, damit wir da dran kommen. Ich schneide dafür mal hier die Ecken auf. Hier ist sie schon auf. Dreht man sich
die Leinwand mal um, wo man besser drankommt. Und nehme sie. So, jetzt haben wir unser Bild. Auf Folie. Jetzt zeige ich euch, wie man den Untergrund vorbereitet, um dann später die tollen Blumen hier da drauf zu machen. Ich habe auf Folie gemalt, fragen sich wahrscheinlich viele, oder ich bin schon öfters gefragt, warum man malt das nicht direkt auf die Leinwand, weil die Farbeffekte nur auf einer Folie so gut funktionieren. Also das heißt, natürlich kann man auf einer Leinwand auch tolle Farbeffekte machen, das ist keine Frage, aber es gibt hier so Effekte, weil die Folie nimmt ja keine Farbe an, also die saugt ja die Farben nicht an wie eine Leinwand, sondern die Folie ist ja quasi wasserdicht und total glatt und dadurch entstehen einfach andere Farbverläufe. Und das nutze ich, um einfach mal ein bisschen was anderes optisch zu haben. Das lege ich erstmal zur Seite. Mal lege ich den grau, warmen grauen Farbton drunter. Dafür habe ich ein warmes Hellgrau und ein kühles Braun, das heißt Umbra Natur. Und damit pinsel ich jetzt die Leinwand erstmal ein. Ich lege mir die Leinwand jetzt so hin, wie sie auch dann später hängen soll mit den Blumen, damit das schon so eine richtige Richtung kriegt. Erstmal schön mit Farbe bestücken. Dann male ich mir jetzt die Ränder noch mit. Das Bild muss jetzt einige Stunden trocknen, weil das reicht auch nicht, wenn wir einen Föhn draufhalten, weil jetzt kommt die nächste Farbschicht, die ist wässrig und die würde dann diese Farbschicht hier wieder auflösen und dann gäbe es so einen Farbenmischmasch, den ich nicht möchte. Das wäre dann so ein schmuddeliger Ton, den möchte ich nicht. Deswegen am liebsten, am besten über Nacht trocknen. So, jetzt ist alles getrocknet und jetzt werde ich die zweite Farbschicht auflegen, indem ich ein ganz helles, kühles Blau und ein Türkis nehme. Die Farben, wie immer, könnt ihr in der Videobeschreibung nachschauen, die genaue Bezeichnung. Ich nehme immer so ein bisschen Farbe auf die Karte, tauche die Karte darin ein und dann streiche ich das auf der Leinwand ab, so dass nicht überall Farbe ist. Das seht ihr jetzt gleich, wenn das was intensiver wird. So, jetzt habe ich nicht überall Farbe, habe noch relativ große Lücken da drin. Jetzt nehme ich mir Wasser und sprühe die Fläche. Dieser warme Grauton, Taubton, der ist ja getrocknet, da passiert nichts mehr. Aber das frisch Gespachtelte löse ich jetzt wieder so ein bisschen auf. Mache ich mir die Karte noch mit dem Tuch ein bisschen sauber. Warte ein bisschen, dass sich die Farbe ein bisschen anlöst. Und dann will ich das ein bisschen wieder wegkratzen. Jetzt verteile ich dieses Farb-Wasser-Gemisch
mit der Karte gleichmäßig. Jetzt nehme ich mir so eine schöne Farbrolle dazu. Und verteile das schön mit der Rolle, so dass das Graue soll noch so ein bisschen drunter durchgucken. Ne? Lege ich die Rolle erstmal zur Seite, dann gehe ich nochmal mit der Karte da dran. Dass es so ein schönes Muster gibt. Das nur gerollte wäre mir zu glatt, zu langweilig. So, jetzt habe ich die Leinwand komplett mit der schönen Farbe. Und jetzt muss es wieder über Nacht trocknen. Und dann geht es weiter. So, jetzt haben wir die Folie. Jetzt lege ich die hier so parat, wie sie gleich auf die Leinwand soll. Guck, dass hier unten das passt. So soll die Folie dann gleich, beziehungsweise so positioniert sollen die Blumen dann auf die Leinwand. Und damit sie nicht verrutscht, fange ich hier unten an. Das ist am einfachsten. Und nehme wieder Acrylbinder. Pinsel die Leinwand an, der wird ja durchsichtig, wenn er getrocknet ist. Dann kann ich die einmal hier zurücklegen. So. Streich das schön glatt. Versuche nicht so viel Luftblasen in der Folie zu haben. Jetzt habe ich hier unten schon mal so ein bisschen Halt in dem Ganzen. Jetzt klappe ich mir das einmal komplett so zurück. Versuche hier nahtlos anzuschließen. So, jetzt lege ich das hier Stück für Stück. Bisschen tricky, muss man ein bisschen aufpassen und alles in Ruhe machen. Schön, damit es hinterher auch ein schönes Ergebnis ist. So, ich drehe mir die Leine so rum, dann kann man besser. So, ich streiche jetzt mit dem Tuch, rutscht es halt besser auf der Folie. Versuche ich jetzt die Luftblasen, so weit wie es geht, rauszustreichen. So, lasse ich das jetzt erstmal wieder trocknen. Dann können wir irgendwann die Folie abziehen. Und dann haben wir ein super schönes Bild uns gemacht. So, jetzt kann man die Folie super abzieht. Gucken, dass nichts mit runter geht.
So, schaut mal, das ist ja super geworden.